erstmal zur Glücksspielparty. So, hier gönne ich dir 30 und Zeit für ein Glücksspiel. Das heißt, heute ist nicht mein Tag. Servus Leute, AT ist wieder mit einem neuen Video am Start und willkommen zu dem 21. Part von dem Super Mario Galaxy 2 Let's Play. Beim letzten Mal haben wir schon mal Welt 5 ein bisschen gut angefangen und hier haben wir auf jeden Fall eine komplette Galaxie. Gut, heute werden wir wohl Geist Mario sein am Anfang. Interessant. Wir müssen halt nur schauen, wo es hier rausgeht. Da ist wieder mal Luigi, um uns anzufeuern natürlich nicht, weil er eigentlich die Mission machen will. Die Frage ist halt, wo müssten wir durch? Hier rechts glaube ich nicht, aber... Also hier anscheinend auch nicht, okay. Naja, wenn man hier rechts geht... Achso, hier geht es dann weiter, weil hier zum Beispiel die Bowser Junior Statue. Das heißt, hier gibt es einen Weg, safe. Hier geht es nicht weiter, hier ist eine Sackgasse. Vielleicht geht es hier weiter. Hier ist eine Bowser-Statue hingegen. Ja, kann jetzt eigentlich überall sein. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan. Als wir hier waren, da ist uns halt nur wieder ein Wunderpilz. Aber mehr nicht. Es muss doch irgendwo gehen. Als ob es jetzt einfach eiskalt 5 Buhus sind. Was soll das? Ja, gut. Hä? Ich drehe gerade irgendwie vollkommen durch. Also irgendeine Wand muss halt aufgehen. Aber die Frage ist halt, welche? Warte, hier ist eine Bowser-Statue. Ich glaube, hier waren wir gar nicht, oder? Hier waren wir zwar nicht, aber... Nach 50 Stunden! Jetzt können wir auch endlich Geist Mario sein. Du wurdest zu Geist Mario. Schüttel die Wii-Fernbedienung, um unsichtbar zu werden. Das heißt, es ist einfach so, um nämlich durchzukommen. So zum Beispiel. Ob man auch durch Gegner durch kann, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ja, also ich habe es gerade übelst verkackt. Aber weil die theoretisch auch Geister sind, macht es, glaube ich, trotzdem Schaden. Also ich bin mir nicht sicher. Kann natürlich sein. Ja, Alter. Ja. Mann! Das regt mich auf. Oder muss man... Nein, gedrückt halten kann man nicht. Man muss echt mehrmals A spammen. Was soll der Scheiß? Und jedes Mal stoße ich mir an. Okay, wenn ich jetzt sterbe. Wenn ich jetzt sterbe, trinke ich Wasser. Mir ist nichts anderes eingefallen. Oder ich hole einfach Eistee. Egal, wir haben es geschafft. Ich nehme jetzt gesundes Wasser. Zeit für ein bisschen gesundes Wasser. So, dann machen wir jetzt weiter. Ich würde nochmal zur Buhu-Mond-Galaxie gehen, weil der ja noch ein Stern war. Dann hätten wir zumindest bis auf Schabernack-Kometen, ich glaube, da wären dann 2, glaube ich, dann fast die Galaxie komplett fertig. Das ist ein Fehler von mir. Das ist ein Riesenfehler, aber zum Glück bin ich nicht gestorben. Das war irgendwie klar. Ich hasse es irgendwie, das so mit der Wand. Nein, 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 nein! Ich hasse es mit dieser Wandperspektive. Aber das Schlimmste ist, wenn wir an der Decke sind. Diesmal sterbe ich nicht durch euch, ihr hässlichen Mistviecher. So, okay. Dann einfach weiter. Nein! Kann ich irgendwie sterben oder so? Ach cool, das kann ich. Wir sehen uns gleich nochmal zu der bestimmten Szene wieder, falls ich es cutten sollte. 26.780 Sekunden später. So, da bin ich auch wieder. Und jetzt können wir es nochmal machen, nachdem ich
sterben musste. Ruhig. Sehr gut. Okay, okay, übertreib. Der wird jetzt richtig schnell. Wow. War knapp. Okay, okay, okay. Aber geschafft. Das war jetzt erstmal der zweite Stern. Ich? Glückspilz? Jetzt übertreibst du aber. Das klang halt so, als könnte ich nichts. Er hat nicht unrecht. Die Riesenfalle des Sandolms. Ich glaube, ich weiß sogar, wer der Sandolm ist. Oder Sandolm, wie auch immer. Ja, es ist dieses hässliche Huhn. So, let's go. Wir haben hier zwei oder sogar drei Sterne zu holen. Aber ich glaube, man kann sogar auch hier runtergehen. Ich glaube, da wäre irgendwas. Ich bin mir aber nicht sicher. Sag ich doch, da ist eine Röhre. Kann was bedeuten. Kann was bedeuten. Nee, aber gibt Münzen. Aber vielleicht brauchen wir Münzen. Keine Ahnung. Kann sein. Höchstens könnte man vielleicht denken, dass der halt ein Gourmet-Nummer hat. Kann sein. Ja gut, aber anscheinend ist hier sonst nichts. Das heißt, wir können einfach Stinknummer weitermachen. Da ist dieser Kackvogel. Oh, ich habe keine Sternteile. Das hätte ich ihn abschießen können. Aber ist doch sowieso egal, solange halt nichts wirklich im Weg ist. Weil zum Beispiel hier ist die Kometenmünze, ganz easy. Hier ist eine Brustblume. Ach stimmt, das bräuchten wir doch wahrscheinlich. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Wegen das hier und das hier. Achso, ist nur Dings da. Oh, lol. Scheiße. Ach, Alter, du Kackvogel. Vor allem versteht ihr wegen Kackvogel. Er kackt Bomben. Und ist ein Vogel. Ich weiß, ist nicht lustig. Machen wir einfach schick nochmal weiter. Damit wir es endlich hinter uns haben, dieses Level. Es gibt ja sowieso noch ein zweites. Das müssen wir auch noch machen. Ja, ich brauche die Frostblume jetzt nicht wirklich. Aber irgendwas muss hier doch gemacht werden, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube... Also, ich tue es jetzt, weil ich glaube, hier war irgendwas. Nein, das war der Grünstern. Okay, nicht machen, nicht machen. Das wäre eigentlich der Grünstern gewesen. Natürlich habe ich damals in der Kindheit wirklich gedacht... Es gäbe einen dritten Teil von Mario Galaxy. Aber das waren anscheinend nur Fakes. Also kann ja sein, dass Nintendo eigentlich wirklich an einem Mario Galaxy 3 gearbeitet hat, aber dann die Pläne verworfen hat, so wie WWE es tausendmal tut. Und halt, ja, dann ist es halt nicht wirklich erschienen. Oder Odyssey ist halt der Ersatz für Mario Galaxy. Aber dann wäre es... Also es ist ja kein richtiges Mario Galaxy, klar. Aber ich habe auch nichts gegen Odyssey. Bin ich ehrlich. Weil Odyssey macht mir... So, okay. Ah, nee, komm. Wir machen das ohne. Wir machen ohne. Na, 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 na. Wir werden jetzt einfach gegen diesen Dude kämpfen. Gegen das hässliche Hühnchen. Er sieht für mich aus wie ein Hühnchen. Okay, erwischt. Oh nein, komm, komm, ich muss es noch erwischen. Fuck. Oh, okay, jetzt ist es Zeit, dass ich eine Münze hole.
Ja, okay, erwischt. Oh Mann, hör auf damit. So. Nein, als ob. Okay. War knapp, Leute. Ja, jetzt ist er natürlich wütend. Oh nein, ich brauche wieder eine Brustblume. Scheiße, ich habe ihn jetzt nur einmal erwischt. Gut, dann habe ich jetzt zumindest eine Brustblume. Bis er die Bomben jeweils wirft. Wirf doch endlich die Bomben. Ey! Die Brustblume ist schon wieder gleich vorbei. Aber er hat noch keine Bomben geworfen. Alter, war das knapp. Nein. Wirf doch die Bomben. Du wirfst seit 5 Minuten keine Bombe. Was soll der Scheiß? Und gleich sterbe ich. Ja, okay. Ey. Das ist nicht lustig. Ich schwöre, das ist nicht lustig. Achso, ich muss die Dinger zerstören. Logik? Das meiste Problem an diesem Level war ich jetzt. Ich habe nicht gewusst, dass man diese Dinger zerstören muss. Naja, eigentlich wusste ich es schon, aber ich habe halt jetzt gerade nicht daran gedacht. Ich kann froh sein, dass ich das überlebt habe. Und ich denke mir schon, warum er seit 50 Stunden keine Bomben mehr wirft. Erstmal einem Freund schreiben, wann ich auf dem Basketballplatz bin. Und es gibt in Welt 4 ein Schabernack-Komet in Bowsers Schwerkraftparcours. Dann wollen wir doch mal hin. Beeilung, die Schwerkraft dreht durch. Da oben ist auch der Powerstern. Sehr schön. Da müssen wir jetzt hin. Wir machen nur noch dieses Level und dann war es es vermutlich auch mit dem Part. Sonst könnte es ein bisschen lang werden. Außer ich cutte es halt. Ich versuche ihn demnächst zu cutten. Also, falls ich schon Part 20 gecuttet haben sollte, hoffentlich hat es euch wenigstens ein bisschen gefallen. Also, ich mache jetzt nicht so wie bei meinen Gameplays halt oder halt übliche Best-ofs, die es halt auch bei mir manchmal gibt. Aber wenigstens, als ob. Ich brauche Zeit. Wo ist. Okay, weiter. Einfach weiter. Oh, Alter. Als ob. Ah, scheiß drauf. Nein! Alter! Das war auch lächerlich. Hoffentlich gibt es hier eine Münze. Ja, danke. Ehre, Mann. Alter. Fast wäre die Münze unnötig gewesen. Jetzt jedenfalls schon. Aber jetzt ganz mal. Also jetzt mal ehrlich. Würdet ihr vielleicht ein Galaxy 2 Speedrun von mir sehen wollen? Halten so von mir und Lars wieder. So wie halt bei Galaxy 1. Nur jetzt mit Galaxy 2. Was würdet ihr denn davon halten? Schreibt es mal gerne in die Kommentare oder meinetwegen auf Discord. Aber ich würde mich eher auf die in die Kommentare freuen. Bin ich ganz ehrlich. Okay, nein. Oh Mann, das wird knapp, Leute. Okay. Wir haben es geschafft. So, Freunde, da würde ich mich auch für diesen Part hier verabschieden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Lasst gerne, wenn euch dieses Video gefallen hat, einen Like da. Und wenn euch mein Kanal gefällt, ein Abo da und als auch die Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.